Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen hier im Orkland bei Let's Play Minecraft Sommerland. Mit dem Sarazar und dem Tobi immer noch hier am Start. Ja, fett umdesignt. Ja, fett umdesignt. Sorry, wir haben ein bisschen in der Folgenpause weitergebaut. Wir konnten es nicht lassen. Wenn man dann einmal im Bauwahn ist, dann läuft die Sache. Ja, das Terraforming war jetzt auch nicht so spannend, ne? Deswegen. Ja, genau, wir haben hauptsächlich hier den Boden gemacht. Aber ich finde, jetzt sieht es echt orkisch aus. Ja. Schön aus, habt ihr gut gemacht. Ne? Wir brauchen noch einen Weg. Wächst jetzt alles zu hier mit dem Pilzboden. Ah, das Gras wird wieder zurückkommen, ne? Das wisst ihr. Ja, wir müssen das Gras unter Kontrolle bringen. Wobei, ich habe hier jetzt so andere Steine dazwischen. Das klingt auch komisch. Das Gras unter Kontrolle bringen, ja. Ah, das sieht schon nice aus, finde ich. Also das ist schon ganz cool. Man muss noch einen Weg hier rüber bauen, das Gras unter Kontrolle bringen. Und dann flattern wir mal rüber, würde ich sagen, vielleicht wieder zum Tobi und fangen mal das Schiff an. Was haltet ihr davon? Dann können wir machen, ja. Jetzt haben wir hier eine ganze Ecke geschafft. Genau. So sieht's von der Ferne aus. Find's ziemlich geil, ehrlich gesagt. Was habt ihr da drumherum gemacht? Diesen Seelensand oder was ist das? Wo? Nee. Potsohl. Potsohl, ja. Potsohl. Das sind einfach Potsohl. So Blätter. Also in dem Texture Packs sind das einfach so. Genau. Zerstampfte Blätter. So altes Laub. Ja. Ich flatter schon mal zurück, Freunde. Habt ihr das so als Kontur quasi gemacht, drumherum? Nur so ein bisschen. Ja, einfach mal so. Boah, das wächst halt nicht zu mit Gras, weißt du? Das wächst nicht mit zu mit Gras, nee. Ja. Und deswegen habe ich das mal so als Grenze einfach Schwamm drüber. Lass mir jetzt. Boah, die Höhle ist nur übergangsweise hier. Ich find's richtig nicht, geil, dass wie die Welt wächst. So. Das feier ich halt hart. Ja, ich auch. Jedes Mal was Neues. In den nächsten Folgen springst man natürlich auch mal wieder rüber. Und vielleicht sind dann auch ein paar andere Leute noch dabei. Es sind ja viele jetzt bei dem Projekt beteiligt. Ich glaube, das Schiff können wir anfangen jetzt hier, oder? Das muss jetzt ziemlich fett sein. Bist du schon hingeflogen? Ich bin schon rüber. Komm, einfach TP. Die Höhle sieht auch super ganz aus faul. Hier. Ja, doch. Oh, cool, wie das jetzt zugewachsen ist hier. Mit den Lianen, das ist Hammer. Können wir eigentlich noch ein paar mehr? Ich komm auch mal rüber. Naja, cool. Noch ein paar Ranken. Das Ding ist, es wächst und gedeiht. Das Ding ist halt aber, ich kann halt echt kein Schiff bauen, ne? Das ist nicht einfach. Das Schiff kann auch gar nicht so groß sein, ne? Ist nur so ein kleines Schmugglerschiff eher. Boah, das muss doch groß sein. Wenn ich mir das vorstelle mit den Masten. Ja, aber hier nach oben mit den Masten müssen wird schwer, ne? Das muss ja auch durch den Eingang passen. Müssen wir den im Notfall ausbreiten. Ah, das ist hier das fette Piratenschiff. Das muss schon... Ja, okay. Ja, da muss die Höhle eigentlich noch größer. Das muss schon ein guter Kahn sein eigentlich, oder? Ja, wobei, wenn man mal guckt hier, wenn der Mast, der ist so, das ist doch eine gute Höhe hier. Das haut doch genau hin. Ja, das stimmt. Das dürfte eigentlich reichen. Okay, welche Farbe ein bisschen schwer ein- und ausparken. Welches Holz, Tobi? Das Dunkle? Ja, würde ich sagen, so Piratenschiffe sind ja meistens dunkel, ne? Wir müssen halt erst am besten eine Grundstruktur machen. Schwarzeichenholz sieht ganz gut aus, aber das ist schon wieder zu dunkel, ne? Oder? Ich weiß nicht, das habe ich auch bei dem einen Schiff vom Claudio benutzt. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Ich muss halt erstmal einen, am besten ist es, glaube ich, sogar das Grundgerüst des Schiffes einmal flach zu bauen. Das Piratenschiff. Vielleicht dann noch ein bisschen wegmachen, ne? Das wird, glaube ich, sonst ein bisschen eng hier. Oder? Ja, das... Ja. Müssen wir ein bisschen ausbreiten hier. Ja, das ist ein Loch da drunter. Oh, sogar Loch mit Wasser. Oh, das geht nicht mehr. Okay. Dann mal kurz eine Baufackel hinsetzen. Ich setze auch mal kurz eine Fackel hier aufs Schiff, damit wir noch ein bisschen mehr Licht haben beim Bau. Machst du wieder den Fackelmann? Ja, ja. Hast auch mal so eine Kappe auf, ne? Ich fackel nicht lange. Oh Gott. Vielleicht sogar hier noch eine Ausbeulung. Hast du heute mit Beulen, ne? Das ist echt ein Riesenschiff nachher. Ja. Ich habe mir den Kopf gestoßen, weißt du? Merkt man aber nicht.
Boah, das ist zu groß, oder? Ja, ich glaube, da müssen wir zu lang dann nach vorne gehen. Ja, das ist zu breit. Glaube ich. Zu breit. So, Moment. Boah, das wird cool. Da jetzt die Spitze, hm? Wenn wir einen Block mehr nehmen würden, hätten wir so eine Spitze. Vielleicht sollten wir den machen wir, oder? Machen. Ja. Müssen wir nach hinten konform bauen. Hey. Was? Ey, ich wollte gerade hier Wasser. Warte, wir müssen einen breiter bauen. Assi-Walle. Echt? Ist voll der Agro. Agro-Klaus. War echt? Voll der Agro-Klaus, ja. Wurscht du? Siehst du, so ist besser, oder? Aber nach hinten wird's jetzt schwer, da müssen wir hier noch was wegnehmen. Eine Reihe? Oder zwei? Nein, Hilfe. Gut. Boah, das Schiff wird super nachher hier drin stehen. Voll cool. Okay, das machen wir natürlich ein bisschen höher. Ne, hinten würde ich auch nicht so spitz machen. Hinten sind Schiffe ja nicht ganz so spitz wie vorne. Ja, hast du recht, da muss auch das Ruder hin. Ja. Ja, das wird, Freunde. Wir können halt auch ein Element hier, das ist doch viel geiler, weißt du was, wir den ersten oberen Rahmen, den machen wir dann golden, mit Goldelementen rein. Oh, weil die so reich sind, die Piraten. Haben so viele Beutezüge schon hinter sich, ja, könnte passen. So richtig prunkvoll. Ich glaube, hier brauchst du gar nicht so einen hohen mehr. Nee. Nee, oder? Aber ich weiß, was wir machen können, dass das Schiff hinten ein bisschen höher ist und in der Mitte dann nicht so, weißt du? Das stimmt, ja. Probieren wir einfach mal aus. Ja, weil sonst, wenn du hier drin stehst, am Steuer stehst, dann siehst du ja nichts mehr. Du brauchst hier eben. Weil jemand Steuer hinten Haus. Meistens auch auf Haus. So einem Podest genau. Ist. Brauchen ja. Wir sowieso. Für den Captain. Genau, wie heißt denn der Captain? Ja, das muss der Tobi entscheiden. Boah, ja, der Tobi, der hat gute Ideen, was Namen immer angeht. Aber das sind doch die Laes. Tobi. Das sind doch die Laes. Die sind ja, die Laes, ja. Der Captain ja, sind eigentlich sogar schon festgelegt, so. Der hatte auch einen Namen, mir fällt der aber gerade nicht ein, ehrlich gesagt. Muss ich leider gestehen. Muss das denn sein? Geht das dann hier so nach oben? Wenn wir jetzt zum Beispiel hier diese Bucht ausbaut und so. Jetzt hier eine Treppe, warte. Ist sie. Schwarzeichenholztreppe. Da. Das ist das gute Stück. So. Mhm. Boah, diese Wasserströmung, ne? So. Ja, das nervt. Ne, es ist zu kurz, das Boot. Das müssen wir da noch auf die volle Länge ziehen. Guck mal, wenn du zurückgehst, es muss länger sein. Noch ein bisschen zumindest. Oh ja, auf jeden Fall. Es muss noch was länger werden. Pipi Langstrumpf. Ist ja auch eine Piratenstory, wie wir rausgefunden haben, ne? Ja. Oh, ich habe außerdem Treppen gesetzt da rein. Naja. Hier ist es immer noch dunkel irgendwie. Ja, ich muss mal hier gerade setzen einfach mal genau ein paar Baufackeln. Sehr schön, Benjamin. Oh, unter dem Schiff müssen wir auf jeden Fall auch tatkräftig was tun. An Terraforming. Nee, das muss noch länger sein, ne? Eigentlich ein Creeper unter Wasser bringt, glaube ich, auch nichts, ne? Creeper unter Wasser? Mhm. Hm.
Nee, ich glaube, der Creeper unter Wasser, wenn er explodiert, macht er dir auch nichts. Kannst du ja mit dem ins Wasser rennen, irgendwie zur Verteidigung. Ich habe gerade voll den Piratentrick hier laufen. Voll passend. Ja, Mann, Benny, ja, Mann. Oh, Benny. Bau das Boot. Hä? Wo ist er denn? Irgendwas stimmt nicht, ne? Irgendwas stimmt nicht. Ach nee, hier habe ich einen Fehler gemacht. Sag mal, Benny, kannst du jetzt mal bitte ordentlich arbeiten? Immer noch. Jetzt gucken wir mal, ob es lang genug ist. Ah, es kann auch noch ein bisschen länger sein. Oder? Was ist denn hier verkehrt? Ach, da fehlt auch ein Stein. Muss eh mal ein bisschen Tacken länger. Muss so 2-3 Blöcke länger. Noch länger. So. Das wird das Oberschiff, ey. Jetzt aber. Das sieht super aus. Ja, das hat gute Maße jetzt, ne? Das geht. Boah, das ist auf jeden Fall das dickste Schiff von allen. Ziemlich geil. Du hast nur den Bug gemacht. Ich habe das eben mal probiert. Immer so einen weiter raus. Krass, das aber wäre, wenn man mit dem Schiff auch fahren könnte, ne? Ja, das wäre super geil. Oder einfach gerade hoch, ja. Ja, wir können den nachher abrunden. Das machen wir gleich. Okay. Das kannst du mit diesen, pass auf, ich zeig's dir. So. Mit den, Treppen. Von unten Treppen, ansetzen. Ja. Und dann einen weiter raus. So nice. Oh, ist irgendwie falsch rum. So. Hier machen wir das Reise auch nochmal ab, weil das kann eher auf die ganze Länge gehen. Dann geht da nämlich hier der Bug wieder hoch, hier vorne. Irgendwie so und so. Und hier könnten wir auch die Halben eigentlich einsetzen. Und zwar so. Sieht schiffiger aus. Oder? Ja, finde ich gut. Sieht gut aus. Nicht alles so klobig. Mhm. Alles ein bisschen unterschiedlich. Macht denn der Tobi? Ist der ertrunken? Nee, ich verstecke hier unten gerade ein paar Kisten. Ach, darf natürlich keiner wissen. Die versteckten Schätze der Piraten. Oh ja. Oh ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Adi, es wächst und gedeiht prächtigst. Guck mal, hier können wir. Aber den müssen wir auch so machen. Und so. Oh, sieht cooler aus bis jetzt. Ne, ich finde auch. Wäre ich schon vollkommen überfordert mit so einem Schiff irgendwie. Kann sich sehen lassen. Kann sie fast ein bisschen länger machen, ja. Ja, ist auf jeden Fall so cooler. Mach ich mal weiter. Hier die Spitze. Und ihr so? Entschuldigung. Gesundheit. Gesundheit. Du musst dich mal eine Runde niezen. Niezekatze, wisst ihr? Niezekatze. Ja, ich wollte auch gerade. Oh Gott. Langsam wird's unheimlich. Niezekatze! Okay, den können wir auch sowas geben und den können wir auch sowas geben. Die anderen müssen so bleiben. Hui. Oh, hat sich umgedreht. Oh, nee. Nee, warte mal gerade.
An dem Bug mal was anderes. Ich hab ne Idee. Ja? Ich hab ne Idee. Warte mal, ich muss es aber finden erst. Der kann aber noch höher sein, oder? Eine Schicht geht noch, finde ich. Mit dem Glowstone an der Spitze ist gar nicht mal so kacke, oder? Obwohl, Ja, passt das zu Piraten? So richtig, ne? Ja. Eigentlich muss da ein Totenschädel auch vorne drauf ja, oder sowas. Ja, Fieses. Ja, ah, geile Idee. Oder Waffen. Das ist eine gute Idee. Wir haben doch diese... Wir haben doch sowas wie einen Totenschädel irgendwo. Ja, hier. Der Skelettschädel. Weil das ist zu klein, ne? Mhm. Aber geht. Ja, ja geht. Ups. umgerissen. Nicht ausrasten. Was ist denn hier passiert? Alles gut. Hä? Ich hab das mal so probiert mit Stufen. Ach so, sorry, dann habe ich das mit der anderen Seite abgerissen. Ja, weißt du da auch nicht, noch ob das so cool ist. Finde ich irgendwie schlecht. Es braucht halt noch mehr Tiefgang auf unser Schiff, ne? Mhm. Die ganze Angelegenheit braucht mehr Tiefgang. So, hier brauchen wir auch eine Treppe nach oben. Obwohl, wir müssen eh noch einen höher gehen, sonst stößt ihr dir den Kopf. Stößt dich der Kapitän den Kopf. Was wir halt machen können, ist so ein Obsidianrahmen statt Holz. Weißt du, damit man so ein bisschen nicht nur mit Holz baut. Mhm. Also nicht Obsidian unbedingt, aber... Oder Gold. Ja, hat's ja eben schon gesagt. Probieren wir's mal. So vielleicht? Müsste ja sogar gehen, ne? Ja, eigentlich. Von der Decke ja. Her. Ah, ist ja doch eigentlich schon. Auf der anderen Seite auch nochmal? Irgendwie sieht der Bug noch komisch aus. Ah, da ist ja ein Häuschen schon fast fertig. Mhm. Nice, ne? Mhm. So, aber hier will ich irgendwas jetzt drin haben, was nicht so Standard ist. Hier ist ja Platz vom Captain. Schon eine coole Aussicht. Ja, wir müssen auf jeden Fall so eine Art Keller gleich machen noch. Also Keller nicht, ne? Stauraum. Das machen wir gleich. Das Schiff braucht dazu ziemlich viel Tiefgang. Mit dem Ton können wir hier halt auch arbeiten, theoretisch, ne? Mit dem schwarz gefärbten Ton zum Beispiel. Mal gucken, wie das aussehen würde. Kann man so ein richtiges Steuerrad machen? Ja, nee, nicht wirklich. So wird nicht so wirklich. Einfach ein nee. Zaun. Obwohl, das passt nicht so, ne? Nee, es passt nicht, leider. Ah, man kann hier aber einen Kompass hinlegen. Den gibt's immer hin. Kann man den hinstellen? Irgendwo auf den Block legen wahrscheinlich. Verschwindet, glaube ich, wieder, oder? Ich glaube. Ja, der verschwindet. Nimm einfach ein Stück Zaun. So habe ich das immer gemacht. Ich kann den noch gar nicht da draufsetzen. Was brauche ich denn da? Ein Kompass? Ach, da brauchst du ach, so der ist nur fürs Inventar, oder? Oder nee, der muss in so einen Rahmen. Wollte ich gerade sagen, so einen Rahmen brauchst du, ja, so einen Frame. So ein Item-Frame. Nee, dann sieht's blöd aus. Wobei, warte, weiß ich nicht. Versuch mal hinzuhängen. Ja, okay. Wobei das sowas vielleicht eher unten in der anderen und in dem Raum unten besser kommen würde, ne? Der Diamantblock an der Spitze könnte geil aussehen. Ach, das geht aber nur an die Seite leider. Den kann man nicht oben drauf setzen. Naja. Das ist einfach wunderschön, Benny.
Sieht mehr wie so auf einem Raumschiff aus. Ja. So eine Armatur. Star Trek Voyager. Oh. Das sieht eigentlich ganz cool aus, oder? Ja. Findet ihr es so ein paar fette Klunker. Können doch passen, ne? Hä? Irgendwas stimmt hier doch nicht, Benny. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Hier fehlt Jung. Was. Was fehlt denn hier? Hä? 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 Ah, jetzt hast du mir nachgebaut. Erwischt. Da hat er mir irgendwas. Na, da guckst du, Tobi, was hast denn du da in der Hand? Was hast du vor? Meine Memoiren. Nee, das ist eine Karte. Ah, ja. Cool. Sieht doch super aus. Die kann man sogar aufdecken. Krass. Da hänge ich eine aufgedeckte Karte da unten rein. Doch, das ist ein nices Schiff, ey. Sehr schön. Ach, Alter. Jetzt hier, wusstet ihr das schon? Müssen wir noch draufsetzen. Was? Hier, mit der Karte. Hier so, guck mal. Das ist voll krass. Guck mal. Ah, ist aber bei mir nice. Nichts drauf. Ja, so ach, ein sieht die nur derjenige, der die aufgedeckt hat wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Das ist einfach nur so ein grüner Rahmen bei uns. Ja. Echt? Bei mir ist das so eine richtige Karte irgendwie einfach. Aber geh mal auf die Bilder. Bilder? Ja, auf die Bilder. Die Bilder kannst du dranhängen. Da gibt's auch Landkarten. Ah. Ja, wie lange das dauert, bis die Karte gezeichnet ist. Mhm. Aha. Muss ich gleich auch mal schauen. Ja, cool. Was ist denn hier? Aber man kann leider nicht rauszoomen, ne? Oh. Sieht unter Verschiedenes die Karte, ja, ne? Leere Karte. Ich benutze immer die Suche. Das geht echt immer am schnellsten. Alter. Hier kann man gut mit Zäunen arbeiten auch. Ja, das geht leider nicht, weil die dann so locker an der Seiten offen sind, weißt du? Deswegen habe ich das nur hier einbauen können. Auch. Seiten, wir machen da nur einen Zaun drum. Aber ich glaube, das passt eher besser vorne, ne? Will ich mal behaupten. Ja, so eine Schicht Blöcke zum Halt würde ich schon machen. Ja. Haben wir denn nochmal die Zäune? Dekoration? Ach so, ja gut. Je nachdem, ne? Das Steuerkreuz hätte ich halt so gemacht. Einfach so ein Ding in die Mitte, ne? Mehr ist halt... leider. Was kann man da machen? Aber das sieht schon ziemlich cool aus. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar richtige Holzelemente, die wir nutzen können hierfür. Dieses Spiel ist jetzt schon 3 Jahre alt und es gibt immer noch keine andere Möglichkeit, die Bilder auszusuchen. Mhm. Das ist echt traurig. Ja, du musst es mal ausprobieren, ne? Die ganze Zeit hinhängen. Obwohl, da passt es nicht. Scheiße. Nee, ich finde leider nichts für das. Nee, gibt's auch nicht. Da habe ich mir auch schon die Zähne ausgebissen bei den anderen Schiffen. Wobei man ja auch nicht alle Blöcke hier hat, ne? Na, immer ein bisschen Unterschiede. Ja, manche Sachen musst du halt erst auch createn, ne? Createn, Alter. Createn. Guck mal, hier steht auch mal Chroma Hills. Wo hast denn das jetzt her? Das ist eine Karte jetzt so aus dem... Das ist so ein Bild einfach nur von der Karte. Ja, okay. Das ist ganz cool. Du heißt übrigens das Texture Pack, das wir nutzen. Ja. Sagen auch immer noch viele in den Kommentaren. Chroma. Chroma. Meine Chroma.
So, wie machen wir denn Licht auf dem Schiff? So offene Fackeln sind ja eigentlich dumm, ne? Ja, eigentlich schon. So Öllampen wären cool, aber gibt's ja auch nicht. Das Schiff ist super. Ich hätte nur gern mehr Verzierung noch drin. Also ja. Ein Unterschiede. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall viel Tiefgang bieten. Ich baue da schon mal unten lang. Würde ich aber sagen, wisst ihr, wann wir das machen? In der nächsten Episode. Boah, das wär's. Das ist doch super, ne? Ja. Guck mal, wie man das am Plan. Das Schiff da so sieht. Das sieht schon richtig cool aus, finde ich. Ja, es wird. Freunde, es wird. Ja. Kann man sich schon vorstellen. Ne, kann man auf jeden Fall. Naja, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Ciao. Tschüss. Da haben wir fleißig am Piratenschiff gebastelt und auch die Orksiedlung ein wenig umdekoriert. Also sehr schön alles geworden. Ja, und ich freue mich schon auf die nächste Episode, wenn wir weiter am Schiffchen basteln. Bis dahin, ciao.